Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem Kammern Vienna Spezial. Und zwar habe ich heute den Vienna Fanbeirat bei mir, den Robert vom Fanbeirat und auch noch von den Vienna Supporters, Obmann der Vienna Supporters. Vollkommen richtig. Der Thomas und auch der Daniel vom Vienna Fanbeirat. Ja, die erste Frage gleich an dich, Robert. Was ist der Beirat? Was tut der Beirat? Vielleicht noch eines davor. Wir haben normalerweise einen vierten Fanbeirat, die Ines Schnell. Die ist leider heute krank und kann nicht bei uns sein. Und jetzt zu deiner Frage, was ist der Fanbeirat, was tut der Fanbeirat? Also der Fanbeirat ist ein Gremium, das sich aus Fanvertretern und dem Verein zusammensetzt, im Speziellen aus dem Präsidium bzw. aus dem Geschäftsführer der Vienna. Und um es jetzt einmal zum Einstieg einfach zu formulieren, wir kümmern uns darum, dass Themen, die von Fanseite aufgebracht werden oder vom Verein an die Fans weitergereicht werden, miteinander kommuniziert werden. Dass das miteinander besprochen wird, dass wir als Fanberat die Schnittstelle sind zwischen Verein, Präsidium, Geschäftsführung und Fans. Sitzt sie im Beirat oder sitzt sie im Vorstand oder wie ist eure Position im Verein zu sehen? Der Fanbeirat ist ein eigenes Gremium des Vereins. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es in den Statuten konkret drinnen steht. Wir sind genauso wie der Wirtschaftsbeirat oder der Ältestenrat in den Statuten der Vienna verankert und werden von der Generalversammlung bestätigt. Wir haben zurzeit vierteljährlich ein Treffen mit Präsidium und Geschäftsführung, um dort die aktuellen Themen zu besprechen und Lösungen zu finden bzw. in Zukunft weiter zu bearbeiten. Wie kann der Fan in Kontakt mit dem Fanbeirat treten? Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Einerseits haben wir, um jetzt physisch direkt in Kontakt zu treten, den Infostand bei jedem Heimspiel. Einfach hier an uns herantreten. Oder man kann die Kanäle der Vienna Supporters, dem Dachverband der Vienna Fans und der Fanclubs verwenden und einerseits über Facebook oder über Mail an uns herantreten. Man kann natürlich auch die andere Route nehmen und direkt den Verein kontaktieren. Oder auch natürlich mit uns als Einzelpersonen sprechen. Klarerweise. Aber ich möchte noch was geschichtlich dazu sagen zu diesem Fanbeirat, weil wir das jetzt einfach so lapidar quasi erwähnen. Es gibt einen Fanbeirat, das ist eine ziemlich sensationelle Angelegenheit eigentlich, ja. Der wir oft gar nicht bewusst sind. Es war ja ein jahrelanger Kampf, dass der durchgesetzt wurde. Mhm. Es hat ja schon unter vielen Präsidenten vor oder im jetzigen Präsidium oder vor vielen Präsidien schon begonnen. Es waren die ersten Ansätze dazu, waren ja schon unter Havelka. Mhm. Es hat sich dann immer mehr konkretisiert, aber es wurde uns nicht zugestanden, dass man das institutionalisiert, also dass wir ein Recht darauf haben, diesen Fanbeirat zu haben. Ja, also es ist immer gesagt worden, wenn wir was brauchen, dann setzen wir uns halt zusammen. Das ist schön, aber das ist man dann halt immer von der Seite abhängig, dass man eingeladen wird. Ja, und wenn es natürlich ungute Themen gibt, kann man nicht erwarten, dass man eingeladen wird. Mhm. Das war vielen Präsidiumsmitgliedern früher nicht wirklich klar zu machen, dass das einen großen Unterschied macht. Ja. Mhm. Auch der ehemalige Bezirksvorsteher Tiller war da nicht besonders, wie soll ich sagen, offen, das wirklich zu institutionalisieren, weil dann kann man es auch nicht mehr so einfach abdrehen. Okay. Aber es ist wirklich zustande gekommen und wir sind in den Vereinsstatuten, ist verankert, dass es diesen Fanbeirat geben muss. Seit wann? Das ist jetzt, wie lange her? Seit 2016. Also das ist eigentlich eine ziemlich große Leistung und ich habe schon von vielen Seiten gehört, dass das ziemlich einzigartig ist. Ich glaube, es gibt noch in Deutschland 2-3 Vereine, die das haben in den Statuten. Mhm. In Österreich ist mir jetzt keiner bekannt, der das so weit verankern konnte, dass es ein regelmäßiges Treffen geben muss in den Vereinsstatuten zwischen den Anhängern und den Präsidiumsmitgliedern. Wüsste ich jetzt nicht, weiß nicht, vielleicht belehrt sie mich eines Besseren, aber ich glaube nicht, dass das irgendwo ist und das ist eigentlich eine ziemlich große Errungenschaft, muss man sagen. Ja. Und wir haben auch von Anfang an versucht, diesen Fanbeirat möglichst offen zu halten für alle Anliegen der verschiedensten Fanseiten. Mhm. Ja. Es sind sich ja auch viele Fans nicht immer einig in ihren Ausrichtungen oder in der Art und Weise, wie sie ihr Fantum kommunizieren wollen oder leben wollen.
Wir haben versucht, den auch so zu besetzen, dass möglichst viele Fraktionen da sind. Das hat praktisch dann nicht wirklich gut funktioniert, weil manche dann einfach keine Zeit hatten, das zu erfüllen, das nicht machen wollten. Das heißt, wir haben es dann auf ein Wahlsystem quasi umgestellt, dass jeder, der halt will, sich aufstellen lassen kann. Und deswegen ist der Fanbeirat jetzt auch so konstituiert, wie er konstituiert ist. Wie oft wird das gewählt? Gut, jetzt, glaube ich, haben wir uns darauf geeinigt, alle 2 Jahre bei der Jahresversammlung, alle 3 Jahre. Inzwischen haben wir alle 3 Jahre. Präsidium und alle sämtlichen Ämter im Verein auf 3 Jahre umgestellt, das heißt auch der Fanbeirat ist auf 3 Jahre. Aber wir sind heute zu dritt, Ines leider krank, also Nummer 4. Und in den Statuten steht nun, es gibt 5, es kann bis zu 5 Fanbeiräte geben. Zu 5, okay. Das heißt, es kann durchaus mehr geben. Was wir vielleicht auch noch erwähnen sollen, wenn es jetzt jemanden gibt, der etwas Besonderes erzählen will, dass er dem Präsidium und den Fans, dann kann man auch jemanden mitnehmen zu einer dieser Sitzungen, das wäre überhaupt kein Problem. Mhm. Also man muss jetzt nicht alles uns oder dem Verein vorlegen und präsentieren, damit wir das dann besprechen können. Es kann auch jemand seine Anliegen direkt uns, dem Fanbeirat bestehend aus Fanvertretern und dem Präsidium, vortragen. Wir versuchen das auch möglichst offen zu halten. Das heißt, wir transportieren auch natürlich Anliegen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt unsere Anliegen sind, klarerweise. Ja, also auch vielleicht Dinge, die wir gar nicht so sehen. Aber in dieser Aufgabe sehen wir uns nicht, dass wir das beurteilen oder so, sondern wir tragen es einfach als Sprachrohr weiter zum Verein, um das zu diskutieren. Was könnte Relevanz. Oder was sind das meistens so für Themen, die ihr transportiert oder die ihr bearbeitet? Das sind, Das sind verschiedene Themen. Das kann gehen von Aktionen im Stadion, also wie du unten letzten Sommer gefilmt hast, dass wir das Stadion ausmalen zum Beispiel. Dass halt Fans auf uns zukommen und sagen, wir wollen unten was machen, wir wollen da ausmalen oder verschönern. Die andere Geschichte ist zum Beispiel gewesen, der Schriftzug oben, hohe Warte, kein Platz für Diskriminierung. Das ist auch aus Faninitiative herausgekommen. Wir haben es in den Fanbeirat mitgenommen, die Erlaubnis geholt und dann umgesetzt. Dann können es sein Konflikte verschiedenster Art, also Konflikte im Fanbereich, sage ich jetzt einmal, zwischen Verein und Fans halt, die so entstehen, die wir dann halt auch versuchen zu klären oder zu schlichten. Es können Sachen sein, die die Frauenmannschaften betreffen zum Beispiel, dass man zum Beispiel Doppelveranstaltungen war ein Wunsch von Fans oder auch von uns eigentlich auch, dass man halt Frauen- und Männerspiele zusammenlegt, dass das ein bisschen mehr, dass die Frauen halt mehr Support da abkriegen sozusagen. Solche Sachen, die sind besprochen worden im Fanbereich. Und wir sind offen für alle weiteren Sachen, die da sein mögen, bitte. Zum Beispiel auch ganz heikle Dinge, wie das unterschiedliche Ausleben von Fankultur. Da gibt es halt unterschiedliche Zugänge und Ansätze, die versuchen wir möglichst alle zu vertreten. Natürlich Sprengstoffthema Nummer 1 quasi auch ist immer Pyrotechnik. Auch da haben wir uns versucht, zu bemühen, den Leuten, denen es ein Anliegen ist, Möglichkeit zu geben, Ausdruck ihrer Kultur zu haben. Der Verein auch damit umgehen kann und man dann noch einen rechtlichen Rahmen schafft, der für alle abgesichert ist. Und das ist möglich, diese Dinge gibt es. Wir haben auch dazu Konzepte erarbeitet. Wir haben uns auch genug internationale Beispiele angeschaut, wie das in einem gut geregelten Rahmen ablaufen kann, dass es nicht in die Illegalität abdriftet. Weil wenn die Leute das machen wollen, kann man sowieso nicht verhindern. Es sollte auf eine Art und Weise passieren, dass eben auch der Verein dafür keine Strafen zahlt und keine Leute verletzt werden oder was auch immer. Und das ist natürlich ganz einfach möglich. Ja. Oder auch andere Dinge, puncto Choreos und auch Dinge, die wir vom Verein wollen oder die Fans vom Verein wollen. Auch noch Räumlichkeiten, die man vielleicht nutzen kann, Ressourcen, die man gemeinsam nutzen kann. All diese Dinge werden dort verhandelt und ausgesprochen. Und einen Punkt auch noch dazu. Also Infoveranstaltungen, wenn wir einfach merken, es gibt sehr, sehr viele Fragen zum sportlichen Bereich, zum organisatorischen Bereich oder denken, der Verein kommuniziert nicht optimal, dann sagen wir durchaus, bitte macht eine Infoveranstaltung zu einem bestimmten Thema, erklärt, was sich im Verein jetzt geändert hat, was gibt es Neues, warum ist etwas passiert, das ist immer das Einfachste. Also es ist immer einfacher, mit den Leuten direkt zu kommunizieren, als irgendwelche Aussendungen zu geben, die dann die Hälfte wahrscheinlich nicht sieht und dann einfach immer das Doppelte und Dreifach fragt. Und wichtig ist, glaube ich, meiner Ansicht nach, überhaupt Kommunikation zu haben. Absolut. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, oder? Und vor allem institutionalisierte Kommunikation und nicht personalisierte.
wollten aufhören damit, dass dann der Präsident einzelne Personen anruft, sich mit denen Sachen ausmacht, sondern nein, es gibt ein offizielles Gremium, das die Fananliegen vertritt und das muss öffentlich nachvollziehbar sein, wie es zu gewissen Entscheidungen kommt. Und das funktioniert mittlerweile immer besser. Also, natürlich hat es eine Anlaufzeit gebraucht von beiden Seiten, aber ich sehe uns derzeit auf einem sehr, sehr guten Weg und man weiß, was der Fanbeirat ist und man weiß, dass es nicht nur eine Person ist und wir wissen genauso, wer unser Gegenüber ist und wissen auch, dass es nicht nur eine Person ist, sondern mehrere und sehe, dass eigentlich in einem sehr guten Klima derzeit stattfindet. Das muss man auch einmal betonen. War nicht selbstverständlich, es gab auch schon ganz andere Klimaverhältnisse bei den Fanbeiraten. Ich war immer abhängig von den handelnden Personen in diesen Gremien, ganz klar. Derzeit sehe ich eine sehr, sehr gute Gesprächsbasis, eine sehr große Offenheit auch den Anliegen gegenüber und auch ganz klare Ansagen, was geht und was nicht geht. Mit wem sprecht ihr da? Geschäftsführung und Vizepräsidenten? Oder? Genau. Ja, exakt. Also wenn wir namentlich nehmen jetzt der Thomas Loy als neuer Geschäftsführer, ist einfach immer dabei, ist auch unser Ansprecher, um Termine auszumachen. Das ist auch etwas, was wir eben gelernt haben. Vorher haben wir eigentlich bei der Terminverhandlung, wenn man jetzt, ich sage mal, 10 Leute in einen Raum bringen möchte, ist es schwierig, einen Termin zu vereinbaren. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Termine vor den Präsidiumsveranstaltungen zu nutzen. Und dadurch gibt es einfach ein gewisses Schema an Terminen, das die uns offen steht. Und wir kündigen uns entsprechend rechtzeitig an und haben dann auch kurzfristig die Möglichkeit, Themen zu besprechen. Wie oft im Jahr? Vierteljährlich. Also wir wollen zumindest 4-mal im Jahr einen Termin durchziehen mit den Kollegen vom Präsidium oder von der Geschäftsführung. Wenn es notwendig ist, kann es auch schneller gehen und dann auch via Telefon, wenn es sein muss. Anlassbezogen ist ein sehr schönes Wort. Gibt es außertourliche Treffen auch außerhalb dieser 4 Treffen im Jahr oder nur, wenn es notwendig ist? Außertourliche Treffen gibt es nur, wenn es notwendig ist. Um so einmal zu sagen, wie zum Beispiel die Bürogeschichten. Die Bürogeschichten waren ein Thema, aber auch jetzt mit der 125-Jahr-Feier haben wir uns öfter zusammengesetzt, um das eben optimal zu organisieren. Und auch während dem, ich nenne es jetzt einmal Ausgleichsjahr, unglücklicherweise aber positiv geendet, da hat es einfach auch weit mehr Kontakt gegeben. Also da ist wirklich wöchentlich diskutiert worden und manchmal darum halt für die das Optimale dann zu schaffen. Ja, klar, das wäre gut. Ja. Das ist natürlich auch oft ein Wahrnehmungsproblem. Natürlich, wenn die Zeiten voller Krisen sind, ist klar, dass der Fanbeirat natürlich auch mehr nach außen tritt und auch vielleicht auch die Arbeit des Fanbeirats von außen mehr wahrgenommen wird, weil auch mehr Sensibilisierung und mehr Aufmerksamkeit von den restlichen Fans dafür da ist in diesen Krisensituationen. Das passiert natürlich dann, wenn es gut läuft, hat man auch das Gefühl, dass der Fanbeirat nichts tut, weil man auch nichts mitbekommt und nichts zum Herzeigen jetzt quasi ist, aber natürlich ist trotzdem eine kontinuierliche Arbeit da, die auch den Grundstein für die Zukunft legt. Ne? Und wir sind auch sehr froh darüber, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt auch mal bei dir zu zeigen, den Fans, weil ich glaube, das ist nicht vielen bewusst, dass dieses Instrument eigentlich gibt und dass es auch gut genutzt wird mittlerweile und auch Erfolge zu verzeichnen hat. Also es sind auf viele Dinge ist eingegangen worden, die Anliegen waren, die im Fanbeirat transportiert worden sind. Und das ist für uns jetzt auch mal eine Möglichkeit, das darzustellen und auch den anderen Fans einmal zu zeigen, dass da schon was passiert. Super. Und auch gerne den Aufruf nochmal zu starten, dass man sich auch gerne involvieren kann. Man kann sich auch gerne in die Fanarbeit involvieren und mitmachen und dann einen direkteren Kontakt zum Fanbeirat haben. Also alles möglich. Daniel, gibt es irgendwie so Kernthemen, die ihr besprecht im Fanbeirat bei euren Meetings? Beziehungsweise wie oft gibt es eigentlich Meetings? Weil wie oft trefft ihr euch zu viert? Du meinst wir jetzt als Fanbeirat intern? Genau. Naja, wir treffen uns in der Regel vor den Terminen, die ausgemacht sind. Also auch 4-mal im Jahr mindestens. Sprechen uns ab, aber natürlich im Zuge unserer Supporters-Treffen. Die sind ja einmal im Monat. Ne? Genau, besprechen wir einmal im Monat sowieso, was gerade aktuelle Themen sind. Und was gibt es da hauptsächlich für Themen? Gibt es irgendwelche speziellen Themen, die ihr immer wieder besprecht? Ja, natürlich dreht sich alles einmal um die Saison und alles, was da rundum passiert. Also seien es Choreos oder Auswärtsfahrten und solche Geschichten halt. Das auch. Sind immer die wichtigsten Geschichten. Und dann ist es halt je nachdem, was gerade, wo es gerade brennt oder was gerade Anliegen ist. Also
Wir fallen da verschiedene Sachen ein. Also wie gesagt, Konflikte sind immer ein wichtiges Thema, die am Fanbeirat zurückfallen, was ich auch wichtig finde, weil wir mittlerweile halt auf Augenhöhe diskutieren, wie es eh schon erwähnt worden ist, und das jetzt nicht mehr diese Bittstellerrolle ist, die der Thomas vorher eh schon erwähnt hat, sondern ich habe das Gefühl, das ist eine gute Kommunikation. Und dann können es aber auch Themen sein, wie was zum Beispiel ja, in der heutigen Zeit vielleicht ganz passend ist, diese Becherpfannengeschichte. Okay. Die hat uns eigentlich schon lange genervt, dass das einfach der ganze Plastikmüll herumliegt in der Wiese drüben, in unserer wunderschönen Naturarena. Okay. Oder überhaupt überall herumliegt, und dass wir dann das reingetragen haben, und mittlerweile haben wir diese Pfandbecher, ist jetzt eine kleine Geschichte. Auch die Idee mit den Fotos von uns war, ne? Dass man genau. Da quasi da was Sammlerstücke machen kann. Genau, so. Dass man, das ist ja die Idee dahinter. Dass man die schöner gestaltet, die Becher zum Beispiel. Mhm. Das sind Themen, alle Ideen, Verbesserungsvorschläge, die Geschichte mit der Musik, haben wir die schon gehabt? Nein. Genau, dass zum Beispiel nach dem Spiel oft das Problem war, wir haben hoffentlich einen Sieg, einen Heimsieg, im Idealfall 3 Punkte, und Fans singen halt gern noch ein Liedchen, und geht nicht, weil die Musik massiv laut drüber gedröhnt wird von oben. Die Lautsprecher. Genau, die neue Anlage. Mhm. Das ist eh positiv, dass wir das haben, Anlage und Dach. Aber für den Fansupport nicht so ideal. So eine Geschichte zum Beispiel nehmen wir dann mit rein und sagen, können wir bitte die Musik 15 Minuten Auftritt lassen, das ist zum Beispiel so ein Dauerthema, das bis jetzt ein Dauerthema heißt aber, dass ihr das schon angesprochen habt. Ja, genau. Warum ist, was glaubt ihr, warum ist das nicht durchgegangen? Naja, es hat dann wieder funktioniert, und dann wird halt oft das Anliegen wieder vergessen, und es gibt wie im Neuen an der Technik der Musik, der das dann nicht gewusst hat. Okay. Und dann muss man es halt wieder auffrischen und sagen, ja, wir haben uns eigentlich vereinbart, dass das nicht mehr vorkommen soll. Das tut dann allen Beteiligten meistens leid, und dann funktioniert es wieder. Okay. Aber man muss immer dahinter sein. Keine böse Absicht auf jeden Fall. Nein, das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ja, es kann natürlich doch, die handelnden Akteure können wechseln, und da muss man halt wieder neue Dinge bestimmen und neue Dinge wieder in Erinnerung rufen. Aber was natürlich auch passiert ist, dass die Supporters allgemein mittlerweile schon eine Anlaufstelle sind für viele Initiativen, für viele andere Fangruppierungen, Vereine, die sich einfach bei uns melden, wenn sie ein Anliegen haben, das in Zusammenarbeit mit der Vienna passieren soll, sei es mit den Fans oder sei es auch mit dem Verein, dass wir dann auch dem Verein weiter kommunizieren, über den Fanbeirat zum Beispiel, oder auch, wenn es dringend ist, halt dann gleich direkt. Aber die melden sich bei uns und sagen, hey, wir haben da eine Idee, wir würden gerne eine Initiative machen, oder wir wollen euch gerne einladen zu einem Fanturnier, oder eure, weiß ich nicht, U23-Mannschaft soll dort und dort hinfahren. Da gab es auch Anfragen zu einem bestimmten Termin. Ja. Genau. Dann transportieren wir das weiter zum Verein und versuchen auch dann die Zusammenarbeit zu koordinieren zwischen dem Verein, uns und den quasi Leuten, die mit uns gemeinsam arbeiten wollen. Ja. Sind auch oft Anfragen zu sozialen Initiativen auch gestellt, dass man sagt, okay, können wir die und die Tickets zum Beispiel billiger machen für die und die Gruppierung, ja, damit die auch das Spiel sehen können. Mhm. Ja, Flüchtlinge zum Beispiel war das Thema, oder kann man Gratiskarten haben? Die Sozialkarten. Sozialkarten ist auch ein Ding, das wir über den Fanbeirat eingebracht haben, und wo das auch wirklich auf Gegenliebe gestoßen ist. Also das funktioniert schon? Ja, das geht jetzt. Ja, absolut, das funktioniert jetzt, und da gibt es immer wieder Vorschläge, Sammelaktionen, Spendenaktionen, andere Fußballvereine oder Fangruppierungen, die in Bedrängnis sind oder finanzieller Not, dass man sich da gemeinsame Aktionen überlegt, der Solidarität und auch im Namen des Vereins, wo er natürlich sein Einverständnis dazu geben muss, aber das kommunizieren wir dann und vereinbaren wir dann, und da passiert auch einiges, muss man sagen. Und vielleicht wichtig ist, also wenn Fans, die uns hier zuschauen, Anliegen haben, dann können sie uns ja quasi direkt ansprechen. Es muss jetzt auch niemand zu einem Supporters-Treffen kommen, sondern wenn die uns im Stadion sehen und sagen, wir haben eine Idee, die und die Sache. Ja. Na, ich werde auf jeden Fall unten jetzt auch die E-Mail-Adressen, ich glaube, das ist am gescheitersten E-Mail, einblenden, damit ihr euch auch mit dem Beirat in Verbindung setzt, oder beziehungsweise mit den Leuten vom Beirat in Verbindung setzt. Gibt es irgendwo eine Themenliste, die ihr so bearbeitet, oder Anliegen, die ihr an einen Verein habt, irgendwo auflegen im Netz oder sonst irgendwie? Wie kann sich der Fan informieren, was jetzt sozusagen neu an den Verein herangetragen wird, um sich da auch einzubringen, wie zum Beispiel eben mit den Bechern oder eben auch das Ausmalen, das ja wirklich am spektakulärsten, nämlich am augenscheinlichsten ist. Es gibt einen E-Mail-Verteiler,
wo man sich eintragen kann. Bestimmte Dinge, die wir im Fanbeirat besprechen, sind vertraulich, muss man auch sagen. Wir können nicht alles öffentlich ausposaunen, manchmal, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber gewisse Beschlüsse, gewisse Sachen, die umgesetzt werden, versuchen wir, die Leute, von denen wir, die uns im E-Mail-Verteiler sind und sich dort eingetragen haben, die kann man beim Supporters-Stammtisch, die Supporters-Mitglieder sind grundsätzlich in diesem Verteiler drinnen, eigentlich sollten sie sein, machen wir immer wieder Aussendungen, wenn es was zu berichten gibt. Ja, wir sind aber für alle. Natürlich, ja, ja. Aber also, die muss nicht können. Sein, nein, muss er nicht. Muss aber er unterstützt natürlich uns. Aber das ist halt am einfachsten, wenn sie uns die E-Mail-Adresse geben und sagen: Okay, wenn was irgendwas ist, dann bitte informiert uns, dann gibt es diese Aussendungen. Und natürlich persönlich ein Gespräch auf jeden Fall. Also, man kann immer wieder, es kommen auch immer wieder Leute und sagen: Was war denn letztens bei Fanbeirat oder was ist jetzt mit der Geschichte? Wann ist die jetzt endlich umgesetzt oder was sagt der Verein dazu? Und wird natürlich auch viel persönlich besprochen. Das ist super, ja. Aber am einfachsten ist wahrscheinlich, und natürlich auch auf der Webseite Supporters gibt es auch immer wieder Erklärungen und Verlautbarungen, das ist die auch den Fanbeirat betreffen. Nicht nur, aber auch das. Gerade wenn es um Ausmalthemen geht, wird es auch von uns entsprechend angekündigt, damit das genügend Leute Zeit haben, um sich Zeit frei zu machen und mit zu unterstützen und zu helfen. Kommunikation, wichtiges Thema. Vergangenheit, wie war es da zu heute? Da gab es ja auch ein bisschen Diskrepanzen. Büro haben wir ja schon gesprochen, das war ja 2017, 18 ein wichtiges Thema. Da ist der Verein eher drüber gefahren. Heute, wie wird das gemacht, damit man eben das vermeidet, dass eben so ja, pekuniäre Probleme auch auf den Verein zukommen in angespannten Situationen oder angespannten Zeiten? Ich will nicht sagen, dass der Verein endgültig drüber gefahren ist. Also es sind sicher Sachen passiert, die nicht in Ordnung gewesen sind aus unserer Sicht. Wir haben aber diese Sachen relativ schnell und sehr klar kommuniziert. Und es hat dann entsprechende Treffen mit allen Beteiligten gegeben, wo die einzelnen Standpunkte nochmal klar dargelegt wurden. Warum hat es diese Abfolge von Aktionen gegeben? Und es ist eigentlich allen Beteiligten klar gewesen, dass das nicht ideal war, wie das gelaufen ist und dass es in Zukunft so nicht mehr passieren wird. Weil einfach durch diese erweiterte Kommunikation, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, einfach auch ein Vertrauensverhältnis da ist, um diese Dinge klar und deutlich zu besprechen, intern zu besprechen und nicht damit in die Medien und öffentlich zu gehen. Das wäre gut, ja. Ich denke, das ist aber jetzt sehr... Ne, das war auch aus professioneller Hinsicht nicht klug, weil natürlich da mit dem aufgebracht worden ist, das eigentlich ganz wahr, ganz ehrlich gesagt. Also nicht für die Öffentlichkeit, weil ich kann mal das intern besprechen, dass es doch für den Verein ein Thema war, weil da doch die Gefahr der Strafe und das, was ich was im Raum stand, das schon aber an und für sich hat eigentlich niemand damit ein Problem gehabt, wenn man damit nicht an die Medien gegangen wäre. Das war wahrscheinlich vorauseilender Gehorsam, der aber falsch war. Und jetzt, glaube ich, wird da etwas sachlicher an die Sachen, wird daran gegangen. Einfach die Emotionen ein bisschen mehr rausgenommen, die handelnden Akteure sind andere und verhalten sich natürlich auch anders. Und es ist natürlich mit der Unica als Partner, muss man auch sagen, ist schon eine gewisse Professionalität, gerade im Marketing und im Management-Dingen gekommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also braucht ihr nur die 125-Jahr-Feier anschauen. Ich bin seit dem Jahr 1980 Wiener-Fan, ich habe so eine Veranstaltung noch überhaupt noch nie auf der Rundwarte erlebt. Also ich meine, ich habe mich zum ersten Mal nicht geschämt für die Veranstaltung, die der Verein allein gemacht hat. Ganz im Gegenteil, ich war stolz, was da gemacht wurde. Naja, es gab schon Veranstaltungen zuhauf, wo ich mal gedacht habe, oh mein Gott, warum haben sie uns das nicht machen lassen? Mhm. In diesem Fall habe ich mir das gar nicht gedacht, das hätten wir auch gar nicht so machen können, weil diese Mittel haben wir nicht, wir haben diese Beziehungen noch nicht und wir haben auch diese Erfahrung nicht, diese Events so zu organisieren. Aber das war höchst professionell. Auch die ganze Medienarbeit davor, wie das alles gesetzt worden ist, mit dieser Diskussion auch im Fernsehen oder so. Ja? Auch wenn das Thema jetzt nicht unbedingt das Spannendste dieser Erde war, aber trotzdem, das muss man mal schaffen, das im ORF unterzubringen. Man muss schaffen, die Wiener im Gespräch zu halten zur Jubiläumsfeierlichkeiten. Das ist unglaublich gut gelungen. Und da ist natürlich schon ein Partner jetzt da, der einfach auch klug ist und auch weiß, wie man an diese Dinge rangeht und auch erkannt hat. Und das ist, glaube ich, viel früher abgegangen, unseren Gesprächspartnern, die haben uns nicht wirklich ernst genommen, die haben nicht erkannt, welche Ressourcen, welche Leute da eigentlich sitzen. Ja. Da sitzen ja keine Idioten, da sitzen ja Leute da, die fest im Leben stehen, die ihre beruflichen Karrieren gemacht haben, die intelligent sind, die Fähigkeiten haben, die der Verein nutzen kann. Ja.
ganz klug. Und das ist, mir kommt vor, dass das jetzt weitaus mehr gesehen wird und weil man einfach professionell agiert und sieht, und da spart man sich eigentlich auch viel, wenn man einfach die Fähigkeiten und die Ressourcen und der vorhandenen Personen, die eh bereitwillig mitarbeiten wollen, nutzt. Und das passiert jetzt einfach. Und deswegen ist man fühlt sich ernst genommen und die Kommunikation ist dadurch auch eine andere. Super, ja. Ich denke, dass man erspart sich viel, sehr wichtige Worte sind. Wir ersparen uns einiges an Arbeit und der Verein erspart sich ebenfalls Arbeit. Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation, wie wir sie zurzeit haben. Es muss nicht sein, dass es ewig und für ewig anhält, aber zurzeit haben wir wirklich eine Situation, wo auf Augenhöhe kommuniziert wird, wie es auch der Daniel schon gesagt hat, und wir gemeinsam Dinge erreichen, die für beide Seiten von Vorteil sind. Und auch ein gewisser Realismus eingekehrt ist. Also es gibt keine unrealistischen Vorstellungen, was die Wiener erreichen sollen und was nicht. Und vor allem gibt es ein klares Bewusstsein darüber, dass der sportliche Erfolg nicht reicht, um in der zweiten Liga oder der dritten Liga zu bestehen. Ja, es muss da einfach ein professionelles Fundament im Hintergrund sein. Da muss ein gutes Management da sein. Wir haben die finanziellen Ressourcen nicht, dass wir wirklich Angestellte bezahlen, was wahrscheinlich am besten wäre dafür. Aber es bringen sich andere Leute ehrenamtlich ein und das wird einfach jetzt viel, viel stärker gesehen, dass das das eigentlich Wichtigste ist, um überleben zu können und der sportliche Erfolg nicht unbedingt so schnell kommen muss, ja, sondern zuerst einmal die Strukturen im Hintergrund da sind, dass wenn der sportliche Erfolg kommt, dass man auch bei anderen Dingen gut aufgestellt ist und einfach bestehen kann. Super. Das ist das Gefühl, das ich habe, das ich da spüre. Habe ich auch schon ein paar Mal getäuscht in meinen Einschätzungen natürlich, aber ich glaube, man sieht ja, wie der Weg einfach gerade und schnörkellos und problemlos gegangen wird jetzt gerade. Also deswegen, glaube ich, kann man das schon nachvollziehen, dass das jetzt ganz gut läuft. Aber natürlich kann sich das jederzeit wieder ändern. Die handelnden Akteure können sich jederzeit wieder ändern. Wir haben das oft genug erlebt. Ja, leider. Aber wollen es mal nicht hoffen. Das hoffen wir überhaupt nicht. Wir hoffen, dass wir jetzt da personell eine Stabilität haben für die nächsten 20 Jahre. Wie oder wie viel kann sich der Wiener Fan einbringen? Oder was glaubst du oder was glaubt ihr? Kann man den Wiener Fan in das Geschehen außerhalb der Matches logischerweise einbringen? Von Veranstaltungen bis zu Aussendungen, von Grafiken bis zu Musik zum Beispiel. Was glaubt ihr, wie weit ist der Wiener Fan dabei, beziehungsweise wie viele Möglichkeiten, wie viele Plattformen gibt es dafür? Das ist eine gute Frage. Es muss in diesem Fall auch immer vom Wiener Fan selber ausgehen. Also er muss durchaus aktiv werden und sagen, hallo Freunde, ich möchte das machen, bitte organisiert mir eine Plattform, organisiert mir die Möglichkeiten, dass ich hier mein Tun oder was immer das auch sein kann, präsentieren kann auf der Hohen Warte. Mhm. Also hier bitte auf jeden Fall die Einladung an alle, die hier gerne etwas machen würden, bitte meldet euch bei uns, wir schauen, dass wir das Bestmögliche für euch rausholen. Ich rede aber von ganz profanen Dingen, wie ich sage, ich bin Elektriker, wenn ihr mal was braucht, meldet euch, ich bin Maler, Anstreicher und so weiter. Dass es vielleicht so einen Pool gibt, wo man sagt, warum muss die Wiener viel Geld ausgeben, wenn wir eh Leute haben, die da gerne begeistert dabei wären. Ja, ich glaube, einzelne Sachen hat es da schon gegeben, also okay. Ausgemalt wurde, glaube ich, schon des Öfteren einmal, ja. Oder? Von einem Fan. Den wir eh kennen alle. Und auch beim Rasenmähen, genau, das ist der Hunzi, und auch beim Rasenmähen von dieser Riesenareal ja. Habe ich und andere schon angepackt. Und damit Schneeräumungen gab es auch schon. Mitgemäht. Das ist halt ja, schwierig. Läuft es gut? Das muss auch von offiziellen Firmen gemacht werden, logischerweise. Ne? Ist klar. Ich sage es. Ist gemacht wird. Aber so Rasenmähen, ich fasse es dazu. Nein, ich fasse es so zusammen. Geht es dem Verein schlecht und pressiert es, dann hat es sehr gut funktioniert und man hat mitgeholfen. Jetzt rennt alles gut. Wir haben ein professionelles Marketing, wir haben ein gutes Sponsoring. Der Laden läuft und dann geht es wieder zurück. Ich glaube, das ist eine relativ normale Entwicklung. Finde es aber auch schade und bin voll bei dir, ja. Dass es schön wäre, ehrenamtliche Tätigkeiten oder Fans, die was machen wollen, zusammenzurücken und irgendwie zu organisieren, bündeln, Kräfte bündeln ja. Und Sachen umzusetzen. Also ich bin voll bei dir. Muss man sich überlegen, wie man das angehen kann. Aber der Robert hat eh gesagt, der Impuls muss schon halt von den Leuten selber kommen. Das ist klar. Aber es wäre auch Verein kann ja nicht sagen, ja, wir hätten nicht das und das, aber es kommt niemand. Also man muss schon auf den Verein auch zugehen. Und der Zwischenschritt
wäre eben der Weg zu den Vienna Supporters, weil wir uns ja so verstehen, dass wir für alle Fans sozusagen jetzt da sind, nicht für irgendeine spezielle Gruppe oder für junge Fans, für alte Fans. Mhm. Jeder kann zu uns kommen und wir können was gemeinsam entwickeln. Also der erste Schritt wäre eigentlich einmal, dass die Leute zu uns kommen und wir schauen, wie wir das aufstellen können. Super. Ja, und es gab die Einladungen ja auch immer wieder. Mhm. Also man hört das natürlich auch oft genug, keiner fragt mehr oder so. Es wurden viele Aussendungen gemacht, viele Leute sind gefragt worden, es gibt konkrete Beispiele. Das Interesse, muss man sagen, war oft sehr gering, muss man schon auch sagen. Ja, es gibt viel Beklagen oft über zu wenig Mitsprache und so und zu wenig Anteilnahme. Aber wenn man dann konkret fragt, verharren dann doch viele lieber in der Motschka-Rolle, sind wir uns ganz ehrlich. Ja, also das leider auch, aber auch genug andere Beispiele und es gab auch genug Beispiele. Aber zum Beispiel auch bei der 125-Jahr-Feier oder so, weil wir eben auch viele Künstler und viele Musiker oder was auch immer auf der Hohen Warte haben, da gab es zuerst einmal, bevor diese Unica-Feier geplant wurde, gab es ja auch schon Pläne für Veranstaltungen, da haben wir auch rumgefragt, weil auch der Verein gesagt hat, habt ihr ein Programm musikalisch, was wollt ihr machen? Und wir haben auch viel rumgefragt, es hat wirklich kein Interesse daran gegeben. Okay. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es natürlich schon schlechte Erfahrungen gab bei Veranstaltungen früher und man nicht wissen konnte, dass das diesmal anders gelaufen wäre. Ja, da haben viele gesagt, na, das tue ich mir nicht an, das ist das letzte Mal schief gegangen und was auch immer. Und mein Gott, der ganze Aufwand, mache ich lieber nichts. Also das war auch so die Reaktion. Aber die offene Tür ist da. Also wenn jemand was machen möchte und konkret sagt, ich setze auch um, und nicht nur eine Idee hat, die andere umsetzen sollen. Das kommt auch sehr oft vor. Sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig. Es gibt sehr, sehr viele gute Ideen, aber wenn man dann sagt, bitte, dann mach's, dann nein, ich nicht. Also ich sag nur. Also ich hab's ja nur gesagt, dass man das geht man schon machen. Ja, aber irgendeiner muss machen. Ja, aber dann wäre es ganz gut, wenn es der auch nur macht, der es einbringt. Aber es ist auch oft. Also oder auch das Berühmte, warum macht ihr das nicht? Ne? Genau, ja. Natürlich. Ja. Also wir versuchen das zu machen, was wir aber es ist ja halt immer am besten, dass dem, das das größte Anliegen ist, auch das umsetzt. Aber ja, also beide Seiten sind dazu natürlich aufgefordert, auch da ein bisschen mitzumachen. Und natürlich auch, muss man dazu sagen, schlechte Erfahrungen gab es auch in den Krisenzeiten, da man dann wirklich für Hilfsdienste quasi auch überstrapaziert worden ist. Ja? Mhm. Man sagt, okay, na gut, dann darf ich halt ewig am Schranken stehen bleiben. Und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen vom Verein damals oder den damaligen Akteuren ein bisschen überstrapaziert worden. Und viele sagen, okay, mache ich gar nicht mehr auf, was ich kriege als Aussender von den Supporters. Also wollen sie nur, dass ich wieder irgendwo hakele. So, ja. Wäre das eine Idee vom Fanbeirat, auch dem Verein zu sagen, passt mal auf, macht doch der und die Geschichte in diese Richtung, vielleicht eine Ehrenblankette oder irgendein spezielles Label für die Leute, die wirklich öfters für den Verein etwas machen, die 20 Mal am Parkplatz stehen oder die Karten verkaufen, dass man sagt, man gibt ihnen ein Goodie. Absolut, ja. Kann man auf jeden Fall mal dem Verein vorschlagen, dass das eine gute Idee wäre. Das hört sich nach einem Vorschlag für den Fanbeirat an, den wir genau bringen können. Ja, haben wir schon wieder einen Vorschlag. So einfach geht das, Vorschläge in den Fanbeirat zu bringen. Seht? Ja, nein, also ganz klar. Ja. Also wenn es da Vorschlag wäre, wenn das sagen, dass eben Leute, die sich wirklich einbringen, auch dafür honoriert werden sollen, weil finanziell können wir es ja auf die Art und Weise nicht, wie es schön wäre, so, aber mit natürlich Aufmerksamkeiten und auch einfach einem größeren Dank wäre schon wichtig. Ja. Ein größeres Jubiläum kommt ja in einem Jahr auf uns zu. 2021 wird die Hohe Warte, das Stadion Hohe Warte, diese tolle, tolle Naturarena, um die uns eigentlich viele, viele Leute im In- und Ausland beneiden, 100 Jahre alt. Gibt es da von euch schon irgendwelche Ideen, Vorschläge, Gedanken, wie man das feiern könnte? Nämlich ich rede jetzt nicht von einer Feier vom Verein aus, also wie das eben, wie du da richtig gesagt hast, von der Unica ganz, ganz toll organisiert worden ist, sondern vielleicht auch eine kleinere, aber dafür interne Feier der Fans. Nein, gibt es noch nicht. Aber das ist etwas, mit dem wir uns eigentlich seit letztem Jahr, seit der Feier, zur 125-Jahr-Feier beschäftigen, nämlich auch, wie du gesagt hast, nicht nur die, ich sage mal, nicht böse gemeint, die offizielle Schiene, sondern einfach noch auf der Fanseite eine gemeinsame Veranstaltung auf der Hohen Warte zu veranstalten. Wir denken, das sollte eigentlich möglich sein, weil es ist 100 Jahre Hohe Warte und es ist 100 Jahre unser Wohnzimmer. Der Platz, wo ich am liebsten bin auf dieser Welt. Der Platz, wo ich am liebsten bin auf dieser Welt. Das ist ein
Schönes Logan, gefällt mir. Ich war jetzt gerade in Asien. Absolut. Ich trotzdem. Ausgezeichnet. Und ich denke, dass wir in diesem Jahr spätestens ab Sommer, Herbst beginnen werden, uns zu überlegen, was können wir machen, wie können wir diesen Anlass nutzen, um uns und die Hohe Warte entsprechend auch zu feiern. Gibt es einen Aufruf? Das war ein Aufruf an die Fans. Das war ein Aufruf an die Fans. Liebe Vienna-Fans, Ideen. Bitte. Schreibt bitte an den Fanbeirat, schreibt bitte an die Supporters eure Ideen. Wie stellt ihr euch ein, ja, wie soll man sagen, ein familiäres, schönes, friedliches Vienna-Fest auf der Hohen Warte im schönsten Wohnzimmer. Manche Leute sollen ja sogar auf der Hohen Warte geheiratet haben. Habe ich auch schon gehört, ja. Total verrückt, Idee. Aber die meisten von uns, muss man ganz ehrlich sagen, haben ja sehr viel Zeit, die Jugend und viel Zeit davor verbracht. Und ich glaube, da sollte man dann auch wirklich ein Tribute dort feiern. Und meine Lieben, meldet euch, bringt eure Ideen ein und ja, man kann ja richtig einen Wettbewerb draus machen. Finde ich eine gute Möglichkeit. Also, absolut. Ich glaube, ein bisschen so ein Ansporn wäre es vielleicht, dann auch ein richtiges Goodie rauszubringen und auch den Verein auch dadurch zu unterstützen. Weil ich glaube, das macht doch den Verein aus, das Familiäre. Das ist nicht so ein Riesenkonzern, der halt von oben gelenkt wird, sondern das ist noch basic sozusagen. Absolut. Und muss nicht nur schreiben sein, sondern redet es uns einfach an. Also es ist nicht wirklich eine großartige Schwierigkeit. Wir sind recht kommunikativ. Absolut. Und wir sind auch sehr, sehr oft auf der Hohen Warte zu finden. Ja, absolut. Immer wieder hört man von den Vienna-Fans, ja, wir sind so ein gemütlicher Verein. Wir sind unter uns, manchmal 800, manchmal ein bisschen was über 1000 Leute. RLO, das reicht uns schon. Wir wollen gar nicht so in die Bundesliga. Da kommen viele Leute, die wollen wir gar nicht auf der Warte haben. Ein bisschen Gesindel ist dabei, um es schön auszusprechen. Aber wie seht ihr das als Fanbeirat? Wie kann man die Fans jetzt sozusagen ansprechen, zu sagen, okay, ihr seid jetzt frisch bei der Vienna, wir haben gewisse Regeln, ja, also auch keine Politik zum Beispiel auf dem Fußballfeld und rechts brauchen wir auch nicht und Refugees und so weiter. Toleranz logischerweise. Wie kann man das kommunizieren für Herrschaften, die frisch zum Verein kommen? Naja, also das waren jetzt ein bisschen viele Sachen auf einmal. Vermischt. Das ist die Grundsatzfrage Politik im Stadion. Ich nehme jetzt nur die letzte Frage auf. Ich meine, natürlich, du hast das Stadion, wo oben steht, Hohe Warte, kein Platz für Diskriminierung. Das ist eine politische Botschaft an sich Fußball schon einmal. Fußball, ne? Kann niemals unpolitisch Fußball sein. Ist nicht eine Illusion, das zu glauben. Es ist ein Geschäftszweig. Er ist massiv von der Politik bestimmt, massiv von der Politik abhängig. Das kann nicht unpolitisch sein. Das hätte man gern, das ist romantisch. Was nicht geht, ist natürlich Parteipolitik oder was weiß ich, was, dass sie da irgendwer inszeniert im Ding, aber dass jetzt der Fanblock, wenn er gegen Homophobie und gegen Sexismus auftritt, dann ist er natürlich auch in gewisser Weise politisch und ich würde mal sagen, der Großteil der Fans trägt das Gott sei Dank mit. Ich glaube nicht alle, aber bin ein Stück weit stolz, dass wir das aufs Stadion oben raufgeschrieben haben, dass es jetzt dort steht und eigentlich von euren eigentlich jetzt, soweit ich das mitkriege, mitgetragen wird. Und insofern glaube ich schon, dass wir politisch sind, aber das ist nur eine Randnotiz. Aber auf deine Frage hingehend zur Liga-Zugehörigkeit, nach dem, was wir da durchgemacht haben mit der Insolvenz und dem ganzen Ding, bin ich heilfroh, dass wir überhaupt in einer Liga spielen und auf der Hohen Warte spielen. Und von dem her ist mein Ansatz sehr pragmatisch. Ich bin froh, wenn ich am Freitag auf die Hohe Warte gehen kann und meine Blau-Gelben sehen kann, in welcher Liga. Das ist mir eigentlich relativ wurscht schon. Und auf der anderen Seite, jetzt mit dem neuen Sponsor, unsere ganze Geschichte, ist der Weg natürlich zurück in die Bundesliga. Aber wann das ist und wie lang das ist, ist doch wurscht. Hauptsache, wir spielen auf der Hohen Warte und wir überleben die nächsten 100 Jahre, 125 Jahre. Ich bin mit Bundesliga-Fußball auf der Hohen Warte groß geworden. Ich habe das sogar nach Europacup miterlebt. Ich möchte das unbedingt wieder erleben, aber nicht um jeden Preis. Und es muss realistisch und gut geplant und umgesetzt werden. Da bin ich sofort dabei. Bin ich der Erste, der das will.
Also ganz mir wäre die Regionalliga auf Dauer vielleicht jetzt sportlich auch ein bisschen zu langweilig. Ja, aber der Sport ist ja nicht der Hauptgrund, warum wir auf der Hohen Warte sind. Also zumindest bei mir ist es nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist die Atmosphäre, die Einstellung der Fans, meine Freunde, die ganze Atmosphäre. Da gebe ich dir recht, ist die Liga-Zugehörigkeit ziemlich wurscht. Aber macht natürlich immer mehr Spaß, wenn man vor 1000 Leuten spielt, als vor 400. Aber mein Traum wäre, wieder einmal in Vienna unter den ersten vier in der Bundesliga zu sehen und international spielen zu sehen. Glaubst du, kann man das erhalten, diese Fußballromantik, die wir auf der Warte haben? Ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt vor 800 Leuten spielt oder vor 2.500, 3.000 Leuten spielt. Diese Romantik, meinst du, ob man diese erhalten kann, dass wir jetzt in der Regionalliga, sage ich, über Jahre hindurch denselben Zuschauerschnitt haben? Und so weiter oben, meint ihr, oben so weiter. Wo man es oben auch erhalten kann. Ja, wird immer schwieriger, umso weiter man raufkommt. Also das, natürlich. Ja. Aber also, was kann der Stammkern der Fans tun, damit das sozusagen erhalten bleibt? Gibt es eine Art Selbstreinigung der Fans? Weiß ich jetzt nicht, wie die ausschauen soll, aber weiter an den Anliegen und weiter, es müssen alle Beteiligten das auch wollen und daran arbeiten kontinuierlich. Mhm. Das ist ein Ding, sobald du da ein bisschen Ruhe gibst, zerfällt es. Es müssen immer Leute da sein, die das erhalten wollen und auch daran arbeiten. Mhm. Und auch gegen Missstände oder gegen Dinge, die halt nicht unserer Fankultur entsprechen, vorgehen und sich dagegen stellen. Und daran muss man arbeiten. Also aktiv da, auch daran. Natürlich. Und dann können wir helfen. Und vielleicht gibt es mal eine andere Fangeneration auf der Hohen Warte, die eine andere Fankultur haben will. Dann müssen wir das akzeptieren, wenn die das anders machen wollen. Ja, und wir nicht mehr die Mehrheit sind oder so. Ja, und dann vielleicht die Fußballromantik nicht mehr gewollt wird. Die Welt verändert sich, die Zeiten verändern sich. Vielleicht sind wir nicht mehr die Bestimmenden irgendwann einmal auf der Hohen Warte der Fankultur. Da müssen wir uns auch damit abfinden. Hat sich ja auch schon viel verändert. Die Fankultur heute ist nicht zu vergleichen mit der vor 20 Jahren auf der Hohen Warte. Das ist ganz was anderes. Mhm. Und das ist auch gut so. Es soll sich ja weiterentwickeln. Aber ja. Ja, das waren jetzt tatsächlich mehrere Punkte und ich glaube, ich habe schon für ein oder zwei Fragen die Antwort schon wieder vergessen. Vielleicht auch aufs letzte nochmal zurück. Ich denke, es gibt weit mehr Vienna-Fans, als wir das momentan sehen. Wir sind zu erste Liga, also zweite Leistungsklasse, Zeiten bis zu 3000 Leute auf der Hohen Warte gewesen. Wir haben es jetzt, ich glaube, zum letzten Mal beim Cup-Finale gesehen, im Happelstadion. Leider verloren, aber wir alle erinnern uns, was da los war, nachdem da das 2-1 geschossen wurde, ungefähr 10 Minuten vor Ende des Spiels. Das waren mehr als 800 Leute, die da auf einmal ein Weder gemacht haben, wie es selten zu sehen ist. In dieser zu hören vor allem. Zu sehen und zu hören auf dieser Ebene. Ohne respektlos zu sein und zu den anderen Kollegen in dieser Ligaklasse. Und das Zweite zu der Politik im Stadion. Daniel hat schon, ich sage mal, die großen Themen angesprochen. Es geht mir aber auch um die kleinen Themen. Eintrittspreise. Mhm. Wer kann ins Stadion kommen? Mhm. Wer hat die Möglichkeit? Wie sind die Getränkepreise? Wie kann ich hier für meine Familie ein Erlebnis haben, das ich mir leisten kann. Keine Ausgrenzung, keine Diskriminierung. Mhm. Dazu gehören auch diese Themen dazu. Mhm. Und ich denke, das ist für jeden Fan wichtig, weil es ist für jeden Fan wichtig, dass alle, die möchten, ins Stadion kommen und auch alle dort, sei es ein Würstel oder ein Bier oder ein Cola trinken zu einem Preis, wo sie denken, okay, das leiste ich mir gerne. Mhm. Und das bringt nicht nur den Fans selber was, sondern auch dem Verein was, weil es einfach ein tolles Erlebnis sein soll auf der Hohen Warte. Und dazu, zu diesem tollen Erlebnis, gehören einfach die Fans dazu. Und ich denke, das ist das, was uns einfach ausmacht, dass wir hier mit unserem positiven Support, den sie Supporters leisten, und mit Supporters meine ich, auch wie wir schon gesagt haben, alle Fans, die auf der Hohen Warte sind und die Mannschaft unterstützen, sind wir einfach einzigartig. Und ich bin der Meinung, das sollte man auch in der Bundesliga zeigen. Man sollte die Leute, die auf die Hohe Warte kommen, so wie ich damals, wie die Vienna in die erste Liga aufgestiegen ist, mit dieser Einstellung überzeugen, dass das die ideale Art ist, um Fußball zu schauen und zu zelebrieren. Und das Vorleben. Meine Lieben, ich danke recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe noch viel von euch zu hören und mitzuerleben. Ich werde natürlich auch
euch ansprechen, immer wieder über die Aktionen, nicht über die Supporters, natürlich auch über den Fanbeirat informieren, und ich hoffe, wir können da auch gut im Ausgleich und im Austausch bleiben, damit wir auch hier medial über die Plattform Kammern Vienna auch die Fans informieren, was eben ja, bei der Vienna im Verein so passiert. Danke. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung.